Hallo? Herr Anwalt, wir brauchen Ihre Hilfe. Was ist passiert? Am Anfang des Jahres hatte ich die bekloppte Idee, ein kleines Spiel über Herr Anwalt zu programmieren. Ja, das ist ein wenig eskaliert. Heute ist es soweit. Ich veröffentliche Herr Anwalt Lawyer's Legacy im App Store, Play Store und auf Steam. Und jetzt zeige ich euch, was seit dem letzten Video alles passiert ist. Ich habe schon ziemlich viele Gegner programmiert, aber zwei haben noch gefehlt. Zuerst habe ich einen Footballspieler gezeichnet und ich dachte, es wäre cool, wenn er versucht, euch so wegzutackeln. Das haut auf jeden Fall ganz gut rein. Um euch zu wehren, könnt ihr über ihn rüberspringen, um ihn dann von hinten zu nehmen. Aber das war mir noch nicht gut genug. Darum habe ich zusätzlich noch eine Sprung-Tackle-Animation gezeichnet. Jetzt kann der Footballer fliegen. Ja, nee. So habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt. So soll das aussehen. Die Sprungattacke macht den Kampf auf jeden Fall deutlich interessanter, weil man immer aufpassen muss, was der Footballer als nächstes macht. Kommen wir zum zweiten Gegner. Mattenwagen. Das ist ja gar kein Gegner. Ja, denkst du. Aber wir wissen doch alle, was das Gefährlichste ist, was man im Sportunterricht machen kann. Auf den Mattenwagen springen, oh mein Gott! Um euch zu schützen, muss Laschak als verantwortlicher Sportlehrer natürlich dafür sorgen, dass ihr nicht auf den Mattenwagen springt. Mit einem Dropkick. Ja gut, Sicherheit geht natürlich vor. So sieht das Ganze übrigens im Spiel aus. Runter vom Mattenwagen! Jetzt, wo ich alle Gegner zusammen habe, muss ich nur noch vernünftige Level bauen. Und so läuft das ab. Als erstes erstelle ich ein Level-Grundgerüst für die Map. Da gibt's noch keine Gegner oder Gegenstände oder irgendwas anderes. Das ist zwar unglaublich hässlich, aber ich kann testen, wie sich das Level spielt und ob ich da noch einige Dinge ändern muss. Sobald es Spaß macht, füge ich dann Decken und Hintergründe hinzu. Sieht auch gleich viel besser aus. Als letztes kommen dann noch Gegner und ich muss nochmal testen, ob das Level nicht zu schwer oder zu einfach ist. Es dauert übrigens 4 bis 6 Stunden, bis ich mit einem Level zufrieden bin. Außerdem hatte ich noch eine komplett neue Level-Idee. Kennt ihr auch dieses Spiel im Sportunterricht, wo man den Boden nicht berühren darf, weil der aus Lava ist? Daraus kann man doch ein super Level bauen. Und darum habe ich Lava gezeichnet und ins Spiel gepackt. Yeah! Jetzt soll man da aber natürlich nicht drauf rumlaufen können. Deswegen habe ich es so programmiert, dass sich der Boden hin und wieder in Lava verwandelt. Ihr werdet natürlich von Laschak vorgewarnt. Der Boden ist Lava. Um euch zu retten, müsst ihr auf Gegenstände springen, euch in Seil hängen oder... ja. Endlich war das Spiel bereit, getestet zu werden. Ich hatte insgesamt 1000 Beta-Tester, die mir unglaublich weitergeholfen haben. Die haben nämlich zahlreiche Bugs gefunden. Und weil ein paar davon echt witzig sind, zeige ich euch mal die Highlights. Wenn man beim Klettern angreift, landet man auf dem Dach. Manche haben es aber auch in den Boden geschafft. Etwas Ähnliches ist übrigens auch passiert, wenn du mit dem Seil unter einen Gegner geklettert bist. Hui! Der Footballer dagegen springt ganz gerne mal durch die Wand. Lol. Wenn du dieses Seil verpasst, kriegst du das übrigens auch hin. Wenn du dich nicht bewegst, macht die Lava keinen Schaden. Jesus? Das gleiche übrigens auch, wenn du ganz schnell springst. Und wenn du dich an den Basketballer hängst, wird der Kampf zum Kinderspiel. Wenn du allerdings an den Basketball stirbst, bleibt er für den nächsten Fight im Game und der Kampf wird deutlich schwieriger. Joa, die Bugs habe ich natürlich alle gefixt, aber ich bin mir sicher, ihr werdet noch weitere finden. Die Beta-Tester haben aber noch ein weiteres großes Problem entdeckt. Sie sind alle Kacknoobs. Das Spiel war viel zu schwer. Also habe ich 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen erstellt. So kann jetzt jeder selbst entscheiden, wie gut seine Anwaltskills sind. Außerdem habe ich noch eine neue Mechanik hinzugefügt, die das Spiel deutlich angenehmer macht. Blocken. Wenn ihr den Gegner angreift, während er euch attackiert, nimmt keiner von euch Schaden und der Angriff wird geblockt. Und was noch viel cooler ist, ihr könnt die Projektile von den Gegnern zurückschleudern, wenn ihr im richtigen Moment angreift. Das fühlt sich nicht nur unglaublich nice an, sondern ist auch eine super Möglichkeit, die Tennisspielerin zu besiegen. Jetzt ist das Spiel allerdings ziemlich still. Wir brauchen unbedingt Soundeffekte. Herr Anwalt war ja so cool und hat angeboten, Sounds für das Spiel aufzunehmen. Nice. Im Spiel klingt das meiner Meinung nach schon echt gut. Die Sportlehrer brauchen aber halt auch Sounds. Da musste ich als professioneller Sounddesigner ein wenig kreativ werden. Ich zeige euch mal, wie die Sounds entstanden sind. Ohne Witz. So ist es wirklich abgelaufen. Klingt. Ja. Okay. Ich werde die in Zukunft eventuell noch ein wenig überarbeiten müssen. Hintergrundmusik habe ich mir übrigens einfach gekauft. Für die Veröffentlichung fehlen eigentlich nur noch 2 Dinge. Ein vernünftiges Menü. Dann. Ich verschweige mal, dass das insgesamt 3 Tage gedauert hat. Und die Story vom Spiel. In Lawyer's Legacy geht es darum, Schüler aus der Schule zu befreien. Herr Anwalt sitzt in seinem Büro und bekommt einen Hilferuf. Hallo? Herr Anwalt, wir brauchen...
brauchen ihre Hilfe. Und daraufhin entscheidet er sich, das Gesetz selbst in die Hand zu nehmen. Es geht dort nicht mit rechten Dingen zu. Ich muss unbedingt etwas unternehmen. In der Schule wartet schon der Schuldirektor auf euch und verrät seinen fiesen Weltverbesserungsplan. Meine Aufgabe ist es, dass die Kinder was lernen. Und sie werden am meisten lernen, wenn sie für immer in der Schule sind. Und dann schickt er euch in den Sportunterricht. Nachsitzen! In den Leveln könnt ihr gefangene Schüler finden und befreien. Ich bin gespannt, ob es jemand schafft, alle Schüler zu retten. Durchs Schülerretten schaltet ihr übrigens neue Skins frei. Jetzt habe ich zwar das Spiel veröffentlicht, aber es ist noch lange nicht fertig. Es fehlt noch der epische Bosskampf gegen Laschak. Simulant! Mehr Level, PvP, neue Unterrichtsfächer und vieles mehr. Ihr seht, ich werde noch einige Zeit an dem Spiel weiterentwickeln. Und ihr könnt übrigens mitbestimmen, wie es weitergeht. Das Spiel war von Anfang an ein Community-Projekt und ich habe viele eurer Ideen umgesetzt. Abonniert also diesen Kanal, um auf dem Laufenden zu bleiben und schreibt in die Kommentare, was das Spiel noch braucht. Und hier nochmal ein fettes Dankeschön an alle meine Patreons. Und ein besonderer Dank geht an Tom Brockmann, Dominik Sander, Karim Chabi und Anime Heaven. Eure Unterstützung bedeutet mir viel. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!